Mann des Monats in der neuen Bilanz ist Klaus Hommels. Klaus Hommels ist vielleicht nicht jedem Schweizer ein Begriff, sollte es aber sein, weil er ist der erfolgreichste Investor der Schweiz. Er hat ein unheimlich gutes Gespür für Startups, war sehr früh in Titeln wie Xing, wie Airbnb, wie Spotify oder auch in Facebook. Er ist normalerweise ein verschlossener Mensch, was die Presse angeht. Ich durfte ihn 2 Tage lang begleiten. Vielleicht hat es geholfen, dass ich vor 27 Jahren mit ihm studiert habe. Man kann sagen, er hat es seither weitergebracht als ich. Für diese Ausgabe habe ich Gary Retelny getroffen. Er ist Chef des mächtigen Stimmrechtsberater ISS. Ich bin in Rockville am Hauptsitz von ISS, nur 20 Meilen entfernt vom Weissen Haus. Wenn Gary Retelny sagt, man soll gegen die Löhne stimmen von Schweizer Manager, dann habe ich festgestellt, wenn man die jüngsten Generalversammlungen anschaut, dass tatsächlich 20-30% der Aktionäre gegen die Cheflöhne stimmen. Ich habe mit Gary über Gründe geredet, warum man gegen die Löhne stimmt. Mehr dazu in der Bilanz. Wir haben jetzt zum dritten Mal die 100 Reichsten unter 40 bei uns in der Bilanz. Und das war eine große Freude, das zu recherchieren. Wir haben da eine Datenbank, die wir das ganze Jahr über aktualisieren. Und dann zu der Ausgabe hin wird dann wirklich von allen Mitarbeitern in der Bilanzredaktion geschaut. Jeder betreut da von den 100 Reichsten unter 40 gewisse Kandidaten. Und was uns jetzt gelungen ist, wir haben einen sehr großen Fokus auf die Jungunternehmer gelegt. Und das ist wirklich eine Leistungsschau des Jungunternehmertums in der Schweiz. 2/3 der Mitglieder in der Liste sind unter 40 und Jungunternehmer. Und die präsentieren wir jetzt in der neuen Bilanz.